Hallo liebe Freunde, ich habe hier eine Modellage bei einer Kundin, habe schon vorbereitet und Haftgel aufgetragen und arbeite jetzt nur noch den Aufbau. Heute gibt es nämlich ein schlichtes Design, einfach mit Fullcover und Glitzergel. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich den Aufbau gestalte. Ich arbeite hier mit den Gelen von Buschmann, Nails Kosmetik, und bin auch sehr zufrieden mit der Konsistenz. Hier musste ich einen Nagel verlängern, der ist leider abhanden gekommen. Bei dieser Länge arbeite ich auch nicht, Entschuldigung, so einen Riesenaufbau. War aus dem Grund, bei der Länge reicht, wenn man einen kleinen Aufbau macht. Und wie ihr schön sehen könnt, ich modelliere schwebend. Das bedeutet, dass ich den Pinsel nicht auf die Nagelplatte kommen lasse, weil das ist ganz wichtig, dass man es halt nicht so aufstreicht wie Nagellack, sondern schön das Gel hin und her bewegt und nicht den Pinsel auf dem Nagel. Ich benutze auch hier kein Covergel, aus dem Grund, wenn man Fullcover macht, braucht man kein Covergel. Und hier mache ich den Fullcover auch auf dem Aufbau, weil ich das einfach besser finde. Und natürlich auch, damit man nachher zum Schluss nicht so viel Feilarbeit hat und nicht auf dem Naturnagel rumfeilt.
Und wie ihr auch schön sehen könnt, ich arbeite die Modellagen immer im Wechsel. Das heißt, erst die eine Hand, die andere anhärten lassen und das mache ich dann immer im Wechsel. So finde ich, geht es einfach schneller und zum Schluss härte ich dann nochmal komplett alle aus. Ich mache das auch so, dass ich die Dornchen, also die Dornchen immer einzeln aushärten lasse, damit das Gel nicht zur Seite rutschen kann. So, nachdem ich den Aufbau ein wenig gefeilt habe und die Nägel in gewünschte Länge gemacht habe und alles, kommen wir jetzt zu dem Farbgel. Ich habe das von Magnonails, das Cappuccino, aufgetragen, auch in einer sehr dünnen Schicht, da ich ja noch ein Glitzergel überarbeiten möchte. Und das fand ich jetzt sehr schick, passt zum Herbst. Und durch das Glitzergel nachher wird auch noch so ein bisschen Pep mit reingebracht. Stamping, Airbrush oder sowas haben wir jetzt nicht noch oben drauf gemacht, weil ich einfach fand, das wäre dann zu doll gewesen. Aber das ist jetzt doch glitzeriges Design. Auch hier härte ich abwechselnd in der Lampe, weil mir das sonst zu lange dauert und ich auch immer, obwohl man es bei dem Farbgel wirklich nicht machen muss, ich finde nur, dass man es anhärtet, das ist immer besser. Es kann ja doch mal vielleicht, wenn man zu viel an einer Stelle hat, in die Nagelränder laufen. Deswegen härte ich immer zwischen. Ich versuche auch immer mit dem Farbgel ziemlich dicht an den Rand zu gehen, weil ich finde, wenn man eine neue Modellage mit oder ein Refill macht mit Farbgel Full Cover, finde ich es immer ganz schlimm, wenn man dann aus dem Nagelstudio geht und hinten ist noch so eine riesen Lücke, dann sieht es schon aus wie eine Woche rausgewachsen. Deswegen versuche ich immer so dicht wie möglich zu arbeiten. Natürlich nicht in den Nagelrand, aber zumindest so dicht dran, wie es geht. Und sollte mal ein Farbgel vielleicht nicht so gut deckend sein, würde ich lieber empfehlen, zweimal dünne Schichten zu machen, da das doch ziemlich zu Aushärtungsproblemen führen kann, wenn man jetzt so riesen Haufen draufpackt und es sieht nachher zum Schluss auch nicht mehr so gut aus. Ich benutze immer für die Farbgelauftrag einen Fullcover-Pinsel. Diesen habe ich bei Nicole Weiß in der Facebook-Gruppe Fingerspitzengefühl geholt. Der hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Ein super Pinsel, würde ihn nie wieder missen wollen. Er macht so schön gleichmäßig die Farbe, trägt er auf und. Also wirklich klasse, dieser Pinsel. Wollte ich nur mal so am Rand jetzt gesagt haben.
Nachdem ich jetzt alle Finger mit dem Cappuccino Farbgel vorbereitet habe oder gemacht habe, fange ich dann an, die Nägel erstmal komplett auszuhärten und danach das Glitzer aufzutragen. So, hier ist es komplett ausgehärtet. Jetzt fange ich an mit dem Glitzergel, auch von Magnolia. Das ist das Multicolor Glittergel. Eine total tolle Farbe. Ihr seht das ja auch, wie das funkelt in allen möglichen Regenbogenfarben. Ich fand das als Hingucker total klasse, weil nur dieses Cappuccino wäre doch ziemlich natürlich und langweilig für einige gewesen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Multi Color Gel da auch noch mit aufzutragen. Ich fand es unterm Licht auch ziemlich doll, muss ich ganz ehrlich sagen, der Glitzer. Also das hat richtig in den Augen gestochen. Aber ich finde das super für den Herbst. Man muss ja, ne, auch für Weihnachten vielleicht. Unter Rot ist das vielleicht auch eine Variante, die jemandem gefällt. Sollte man allerdings nur dieses Glitzer auftragen, das ist mir dann im Nachhinein auch so ein bisschen in den Sinn gekommen, sollte man dieses Glitzergel unter den Aufbau machen. Aus dem Grund, weil die Partikelchen doch teilweise etwas gröber sind und ich es dann besser finde, wenn man denn das unter dem Aufbau macht, weil das dann bei der Versiegelung sieht man auch zum Teil, also nicht schlimm, aber so ein paar Unebenheiten. Dann muss man halt mit dem Versiegelungsgel halt zweimal ein bisschen satter auftragen. Ich musste sagen, meine Kundin war super zufrieden, fand das Design total klasse. Sie ist sowieso immer so ein bisschen verrückt, was Glitzer und Flitter angeht. Sie war auf jeden Fall total begeistert. Ich habe alle Nägel nochmal aushärten lassen komplett und habe dann versiegelt und dann zeige ich euch jetzt das Endergebnis. Hier sind wir einmal fertig, schön versiegelt. Das glitzert natürlich wie verrückt, sieht man ja auch. Ich finde es jetzt an runden Nägeln besonders schick. Kann auch sein, dass jemand bei den eckigen das gut findet. Habe euch jetzt nochmal ein bisschen reingeholt. Und ich finde das super schick geworden. Gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!